habe ich euch was vorgelesen. Und ich muss ehrlich sagen, beim Lesen fühle ich mich nicht so wohl. Da bin ich nicht so präsent. Und deswegen möchte ich heute ohne irgendwas in der Hand einfach über dasselbe Thema nochmal direkt zu euch sprechen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, worum es gegangen ist. Und zwar ging es um Regenbeten. Ich sage Regenbeten und nicht um Regenbeten. Nochmal ganz kurz der Hergang. Greg Braden erzählt von einer kleinen Begebenheit, die er erlebt hat in Kalifornien, als es längere Zeit eine Dürreperiode gab. Ein Freund von ihm namens David war ein indigener Indianer, der vertraut war mit einer ganz bestimmten Art des, ich sage mal, des Gebets. Und zwar ist es folgendermaßen dann hergegangen. Die beiden, Greg Braden und David, sind miteinander auf ein Plateau gegangen, haben eine Wanderung gemacht zu einem Ort, einem heiligen Ort, einem Steinkreis. Greg Braden hat erwartet, dass es sich um so eine Art Regentanz oder so etwas werde handeln, und dem war aber nicht so, sondern David ist alleine in den Steinkreis hineingegangen für ein paar Minuten und dann wieder rausgekommen und hat dann gesagt, so, jetzt bin ich fertig, jetzt können wir was essen gehen. Am Weg hinunter hat er dann erzählt, was er getan hat. Und zwar hat er sich mit geschlossenen Augen vorgestellt, wie es sein wird, wenn diese Dürreperiode zu Ende gegangen ist und es geregnet hat. Er hat sich mit allen Sinnen so lebhaft wie nur möglich vorgestellt, wie sich das anfühlen würde, der Regen, wie die Luft riecht nach dem Regen, wie sich der Boden anfühlt, wenn er mit nackten Füßen durch den Gatsch wartet, wie die Blätter sich anfühlen, wenn sie regennass sind, wie der Himmel aussieht, mit den Wolken, dem Regenbogen. All das hat er sich vorgestellt. Ja, noch etwas, wie die Menschen sich freuen und vor Freude tanzen, weil es endlich geregnet hat, nach so langer Zeit der Dürre. Und nachdem er sich all das vorgestellt hat und dafür Danke gesagt hat, sich bedankt hat, dafür, dass es endlich geregnet hat, hat er sozusagen das Gebet so abgehalten, wie es seine Vorfahren auch getan hatten, und zwar mit einem guten Grund. Und dieser gute Grund hat sich am selben Tag noch gezeigt, denn tatsächlich sind ein paar Stunden, nachdem er gebetet hatte, auf diese Art und Weise tatsächlich Wolken gekommen und es hat geregnet nach langer, monatelanger Dürreperiode. Das kann man natürlich sagen, Zufall, aber ich bin der Meinung, dass das deutsche Wort Zufall schon mehr sagt, als uns normalerweise bewusst ist. Es fällt etwas zu, nicht von ungefähr. Und dazu könnte man sogar eine gewisse Erklärung abgeben.
Viele von euch werden mit der Quantenphysik besser vertraut sein, als ich es bin. Ich weiß nur so viel und dabei vertraue ich auf manche Ergebnisse von Forschungen, in denen ich selbst gar nicht zu Hause bin in diesen Forschungsgebieten, aber ich vertraue darauf, dass das stimmt, was die herausgearbeitet haben, nämlich erstens, alles was existiert, ist Schwingung. Es gibt nichts im ganzen Universum, das nicht aus Schwingung besteht. Und daher ergibt sich auch Folgendes, die Meinung, es gäbe so etwas wie eine strenge Trennung zwischen Materie und Geist, hat sich als falsch erwiesen. Denn alles ist mit allem verbunden. Materie und Geist existieren als getrennte Bereiche nur in unserem Denken, nicht aber in der Wirklichkeit. Und noch etwas. Noch wichtiger als der Geist, wenn man unter Geist das Denken versteht, scheint wohl das Fühlen zu sein. In dem Beispiel, von dem ich jetzt erzählt habe, von diesem Gebet, dass sie letztendlich in Fühlen besteht und nicht in Denken, nicht in Denkblasen, sondern in Fühlen, liegt folgendes drin. Man ist draufgekommen, dass das Energiefeld des Herzens 5000 Mal so stark ist wie das des Gehirns. Das aber beinhaltet, dass es auf unser Fühlen ankommt, oft noch mehr als auf unser Denken. Das hat folgende Implikationen, würde ich mal sagen. Wir können Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte damit zubringen, Dinge zu beobachten, über Dinge zu sprechen, über Dinge nachzudenken, die schrecklich sind, die gerade in der Welt passieren und die wir bei noch so viel Nachdenken und Probleme wälzen, nicht werden lösen können. Es ist dies, man kann dies nennen, eine Sisyphus-Aufgabe. Wir werden durch unser Nachdenken und Nachgrübeln die Kriege, wie sie jetzt in der Ukraine oder in Gaza etc. passieren oder das kranke Finanzsystem, wir werden es durch unser Nachdenken wohl nicht ändern können, aber vielleicht ist es möglich, dass wir dort ansetzen, wo unser Herz liegt, nämlich im Fühlen und im Überspringen der Dürrezeit, in der wir uns gerade befinden, wo es uns an Frieden noch fehlt. Versuchen wir, so gut es geht, uns hineinzufühlen in eine Zeit des Friedens, die noch utopisch scheint, aber indem wir es so gut wie es nur geht, jeder für uns fühlen, ziehen wir die Zeit des Friedens in die Gegenwart. Und das, ich glaube, es ist unsere einzige Chance. Danke. Danke. Ganz kurz, wir haben heute was Neues. Vielleicht, ich hoffe, man sieht.